Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Wieder mit einem Tipp für euch. Nee, ist nicht wieder irgendwie ein super geheimen Tipp zum irgendwas cheaten oder sowas, sondern einfach für Leute, die jetzt Probleme hatten mit dem neuesten Update. Ich dachte eigentlich, dass das schon jeder weiß, aber anscheinend wussten das nicht so viele. Vor allem gibt es Probleme auf dem iPhone. Da habe ich auch in letzter Zeit jetzt mit dem Super Mini-Account nicht geradet, weil geht halt nicht, macht Probleme. Nach jedem Raid-Kampf, falls ein Pokémon stirbt oder so, bleibt es hängen. Es war so nervig bei Arena-Kämpfen, immer ein Durchgang und dann neu starten, dann noch ein Durchgang, dann neu starten, dann noch ein Durchgang und dann neu starten und dann sich reinsetzen. Super nervig. Das Problem kann man jetzt umgehen. Entweder wartet man auf ein Update oder bis Niantic das irgendwie löst, oder ihr stellt einfach die Sprache eures Handys auf Englisch. Damit wird das Spiel dann Englisch und irgendwie gibt es dort keine Probleme. Hat bei mir jetzt funktioniert und anscheinend wussten das nicht alle, deswegen hier meine Info an euch, wie immer. Falls ihr Probleme habt, und ich habe viele schon gesehen, die haben Probleme, die haben Raid-Pässe und sowas verloren, weil das war echt nervig bei Raids. Dann einfach auf Englisch umstellen, Spiel ist dann für eine Weile auf Englisch, aber sollte hoffentlich kein Problem sein und alles funktioniert wieder einwandfrei. Was Niantic da auch immer macht, keine Ahnung. Aber hoffen wir, dass sie es bald gelöst haben. Ansonsten war es das auch schon wieder von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Views ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist Business.